Infektion ist bei Krebserkrankten immer eine Gefährdung. Wir wissen, dass Krebserkrankte schneller an Infektionen aufschnappen oder von Infektionen und mit dem etwas ledierten Immunsystem von Krebserkrankungen es schneller zum Ausbruch von Erkrankungen kommt. Und das gilt natürlich nicht nur für Krebserkrankungen an sich, sondern auch besonders für Menschen, die unter einer Therapie stehen und die wegen einer Therapie oder wegen ihrer Behandlung ihrer Krebserkrankung eine höhere Infektanfälligkeit haben. Also insofern ein klares Ja, die höhere Gefährdung für Krebserkrankte ist da. In aktiven Therapien, wenn eine Therapie läuft, umso mehr. Und ich glaube, dass die Vorsichtsmaßnahmen bei Krebserkrankten besonders angebracht sind. Nur meistens ist eine Krebserkrankung ja schon was, was den Patienten körperlich mitnimmt. Hängt natürlich auch von der Therapie ab, die ja gerade läuft. Und die Covid-Erkrankung ist ja auch eine, die eine Systemerkrankung ist. Das heißt, die auf viele Organsysteme Einfluss hat. Nicht nur auf die Lunge, sondern auch gerade auf das Kreislaufsystem und eben aber auch auf Organe wie Darm oder alle Organe, die davon betroffen sein können. Das heißt, wir haben zweimal eine wackelige Situation. Der Patient ist geschwächt durch die Krebserkrankung oder durch die Behandlung und durch die Covid-Erkrankung. Und das müssen wir sozusagen in dieser Situation sehr sorgfältig miteinander ausbalancieren, was in der Behandlung im Vordergrund steht. Und das Ganze hat noch einen weiteren Hintergrund. Neben der akuten Situation, in der wir die Covid-Erkrankung behandeln müssen, die sicher erstmal das Bedrohlichere ist, dürfen wir aber auch die Krebserkrankungen nicht ganz außer Blick lassen. Und das ist was ein Problem, das wir eben häufig haben. Nämlich wir müssen auch einen Zeitpunkt finden, wann wir wieder nach einer stattgehabten oder durchgemachten Covid-Erkrankung mit der Krebsbehandlung loslegen, vice versa. Also das heißt, dann brauchen wir doch etwas Expertise, um diese beiden Konditionen, also die beiden Erkrankungen, sehr gut miteinander zu managen. Und wir haben eben die Gefährdung von Patienten durch ein Coronavirus oder durch die Erkrankung damit. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Situation, dass wir Tumormedizin, Tumortherapien gerne weiter anbieten müssen, für sehr viele Patienten auch anbieten sollten. Einfach weil auch die Krebserkrankung an sich eine schlimme Sache ist, die eine Behandlung bedarf. Und insofern müssen wir auf diejenigen Patienten, die ihre Krebs unter Krebstherapie stehen oder eine Krebserkrankung bekommen, besonders vor dem Coronavirus und vor den Folgen der Infektion schützen. Das heißt, wir haben die meisten Therapien weiterlaufen. Wir überlegen aber bei allen Therapien, die wir durchführen, ob sie in dieser Intensität sein müssen oder ob wir da Abstriche hinnehmen können, ohne den Patienten zu gefährden. Und wir haben natürlich auch gerade das Thema der Testung auf das Vorliegen einer Corona-Infektion, das besonders dann relevant ist, wenn wir einen Patienten durch eine Therapie in eine Situation bringen, dass er da immungeschwächt ist. Und das heißt, neben der räumlichen Trennung und der möglichst optimalen Abschottung von unseren Krebspatienten vor einer Infektionsgefährdung spielt auch die Testung eine Rolle. Wir testen alle Patienten auf das Vorliegen einer Corona-Infektion, bevor wir sie in eine Therapie bringen. Das heißt, bevor wir irgendwie ihren Immunstatus durch eine Therapie nochmal verändern. Und diese Testung gilt natürlich besonders dann, wenn Patienten in Therapiephasen kommen, die eine deutliche Einschränkung auf das Immunsystem haben. Also das heißt, wir testen nicht nur Patienten vor Beginn der Therapie, sondern meistens ist die Tumortherapie ein langer Fluss mit immer wieder schnelleren und langsameren Abschnitten. Und gerade wenn Patienten in Therapiephasen kommen, wo wieder ein Abfall der weißen Blutkörperchen zu erwarten ist oder eine sonstige Schwächung des Immunsystems, dann werden sie da vor dem stationären Aufenthalt auch nochmal getestet. Und wie eingangs gesagt, Tumorpatienten sind anfälliger für Virusinfektionen oder für alle Infektionen. Und die Befürchtung ist natürlich, wenn man in ein Krankenhaus geht, dass man sich das dort holt. Aber ich glaube, dass Krankenhäuser im Gegensatz zu dem landläufigen Glauben ganz besonders geschützte Orte sind. Und innerhalb des Asklepios Tumorzentrums hier haben wir in allen Krankenhäusern, die zu uns gehören, recht strenge oder strenge Bestimmungen, wie wir kontrollieren, dass im Prinzip keine aktiven Infektionen ins Haus kommen. Das heißt, wir überwachen natürlich die Menschen, die ins Krankenhaus rein müssen. Wir lassen nur Menschen ins Krankenhaus, die auch wirklich hier sein müssen. Aktuell leider keine Besucher,
Wir machen Eingangskontrollen, wir machen Fiebermessungen zu am Eingang des Krankenhauses, einfach um rauszufiltern, dass das Virus nicht über Besucher ins Haus kommt. Und wir überwachen natürlich auch das Personal, das hier obligat auch mit dem Mund-Nasen-Schutz ausgestattet ist, dass sie hier auch von Seiten des Personals keine Gefährdung haben. Und nochmal wirklich ganz zuletzt, die Angst ist begründet, die Angst ist berechtigt. Wir müssen alle sehr sorgfältig sein und sehr sorgsam sein. Aber ganz wichtig ist, dass Tumorpatienten nicht Kompromisse an ihrer Erkrankungsbehandlung machen. Sehr viel häufiger kommt es wahrscheinlich zu einer Verschlechterung der Tumorerkrankung, zu einer maßgeblichen Verschlechterung, als dass wirklich eine Gefahr durch eine Corona-Infektion da ist. Und wir haben beides im Blick und Krebspatienten sollten eben auch da sicher sein, dass es auch wichtig ist, weiter eng am Ball mit ihrer Erkrankung zu bleiben.